Mighty findet das krasseste TNT in ganz Minecraft. Damit soll er ganz Minecraft zerstören können. Dafür muss er aber einige geheime Missionen bestehen. Wird Synthi es schaffen, Minecraft zu zerstören? Schaut euch das Video komplett an und viel Spaß. Freunde, wir stehen hier vor der gefährlichsten Höhle in Minecraft und ich traue mich nicht reinzugehen. Es ist so gefährlich. Schaut euch das mal an. Hier sind einfach sogar Skelette. Oh mein Gott, aber eigentlich, ich glaube, wir müssen reingehen, Freunde. Wenn ihr wollt, dass wir da reingehen, dann lasst mal ein Like da in 3, 2, 1 und... Danke fürs Liken, Freunde. Jetzt gehe ich auf jeden Fall rein. Aber nur, weil ihr mich da unterstützt. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das an. Okay, wir gehen hier runter. Hier war auch schon mal jemand. Hier ist eine Workbench und... warte mal. Was steht denn da unten? Betreten auf eigene Gefahr. Freunde, ich habe so Angst, aber mit eurer Hilfe schaffe ich das. Und hallo, wie geht's dir? Ja, so ganz lebendig bist du auch nicht. Jetzt bin ich ja auch alleine. Der Putty ist heute gar nicht da. Was soll ich denn dort ohne ihn tun, Freunde? Warte, wir machen uns mal den Weg hier ein bisschen sicherer. So, hier ist eine Workbench. Warum steht hier eine Workbench, Freunde? Betreten auf eigene Gefahr. Freunde, ich gehe mal rein, aber nur, weil ihr das Video geliked habt. Und abonnieren könnt ihr übrigens auch noch. Und, okay, wir bauen hier mal ganz kurz das ab. Und dann bauen wir uns einen sicheren Weg rüber. So, okay. 1, 2, 3. Oh mein Gott, Freunde, ihr glaubt nicht, was ich für eine Angst habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier brennt alles, aber es wird sich schon sicherlich lohnen, da reinzugehen. So, okay. Hier den Block noch. Und dann haben wir es geschafft. Okay, der Weg steht schon mal. Hier, Feuer bitte aus und... Hallo? So lebendig sieht der mir auch nicht aus, Freunde. Was? Ja, alles gut bei dir? Freund, Kumpel? Ja. Freunde, schön wär's. Der ist nicht mehr unter uns. Und der hier auch nicht. Und hier, der hier wohl auch nicht. Das ist alles ein ziemlich beängstigend. Okay, was haben wir hier sonst noch? Nochmal so ein paar von den Kollegen. Und hier steht, das ist der schlimmste Weg. Ich glaube, Freunde, der hat uns nochmal eine Nachricht mitgegeben, dass es hier nicht gut ist, lang zu gehen. Aber es ist nicht ohne Grund die gefährlichste Höhle Minecraft. Und was ist das denn? Freunde, ist das ein Jump and Run über Lava? Oh mein Gott, wer... Ach, wie soll ich das denn machen? Ich könnte... Und was ist da hinten? Da hinten ist TNT, Freunde. Oh mein Gott. Sollen wir das wirklich machen? Vielleicht werden wir in die Luft gejagt, aber... Ach. Okay, wartet mal. Wir nehmen das Jump and Run hier mit. Hier 1, 2. Oh Gott, Freunde. Ich hoffe, wir schaffen das. Einen Block können wir uns noch hier hinsetzen. Können wir uns auch irgendwie absichern? Oh, okay, das geht schon mal. Ich hab's noch... Ich hab's nicht verlernt. Wir probieren's mal. Also, erster Sprung geschafft. Hier, das... Oh mein... Freunde... Da hängt noch einer. Okay. Das machen wir mal ganz kurz weg, dass wir uns nicht den Kopf anstoßen. Und 3, 2, 1. Geschafft, Freunde. Okay. Und jetzt hier rüber. Die Fackel nervt ein bisschen. Die hängen wir mal ganz kurz darüber. Und hier ist irgendein TNT, Freunde. Und was hat es denn damit auf sich? Soll ich lieber von da springen oder da auf den Block, Freunde? Drückt mir die Daumen, dass ich das schaffe. Ich bin kein guter Jump-and-Run-Spieler, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Und wir nehmen Anlauf für den Sprung der Sprünge, aber ich glaube, von hier ist es besser. Das ist viel sicherer. Das wäre nur falscher Ehrgeiz. 3, 2, 1. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir ein Problem. Wie kriege ich denn... Ja, okay, das muss ich machen. Und zack, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben das Jump and Run ja, beendet. Aber wir müssen jetzt noch irgendwie in diesen Raum kommen. Und dann bin ich gespannt, was da auf uns wartet. Habt ihr schon eine Idee? So, okay. Ja, jetzt hier nochmal. 3. Was ist hier? Hier ist irgendein unsichtbarer Block. 1, 2. Okay, Freunde. Das sieht doch schon mal besser aus. Zack. Zack. Und... Nee, hier haben wir noch Holz, aber das... So, jetzt. Weil der wird gleich verbrennt, Freunde. So. Und oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist das größte TNT, was ich jemals gesehen habe. Und was steht denn da? Mit diesem TNT kannst du Minecraft zerstören. Und... Oh mein Gott, Freunde. Wir haben dieses TNT, um Minecraft zu zerstören. Sollen wir es zünden? Ich glaube, ihr wollt auf jeden Fall sehen, wie wir das zünden. Dementsprechend gehen wir wieder zurück. Und warum ist dieser Holzblock noch da? Dem traue ich nicht so ganz. Okay, wartet, wir müssen... Oh, jetzt habe ich den Block falsch gesetzt. Manchmal bin ich aber auch ein Tollpatsch. So. Hierhin. Hoch kommen wir, genau. Und zack, ja. Zurück. Genau. Freunde, so sieht's aus. Okay, Freunde, also, wir gehen schnell zurück in mein Zuhause. Da habe ich ganz viele Sachen, um das TNT zu zünden und schnell weg von diesem unheimlichen Ort hier. Okay, wir müssen noch irgendwie hier hochkommen.
Genau, zack, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt hier hochspringen, ja. Jump'n'Runs sind zwar nicht so meine Stärke, aber das sollten wir schon hinbekommen, Freunde. Okay. Leider ist Patty nicht dabei, aber das ist kein Problem für heute. Morgen dafür dann wieder. So, wir laufen schnell in unser Zuhause. Und dann sollten wir das TNT mal platzieren. Ich bin gespannt, ob wir Minecraft damit wirklich zerstören können. Ich denke schon, sonst wird es ja da nicht stehen, oder? Oder, Freunde? Oh Gott, redet mit mir. So, okay, wo ist jetzt unser Zuhause nochmal? Da links habe ich ein schönes Häuschen, Freunde. Okay. Also, wir haben hier mein kleines Zuhause. Ihr kennt das vielleicht noch nicht, aber hier wohne ich. Es ist ein Haus am See, ist eigentlich ganz schick. Und so, Türe aufmachen. Und hier nehme ich immer die Videos für euch auf mit dem Greenscreen. Hier sitze ich immer und zocke Minecraft und andere Spiele, Roblox, Brawl Stars, Clash of Clans. Also ganz schön viel. Und hier ist eine Kiste. Wir haben hier Redstone Repeater und wir haben einen Schalter. Und diese Schalter sind ganz schön wichtig, denn wir müssen ja irgendwie das TNT von weiter wegziehen, weil ihr seht, was das für eine Range ist, mal 1000. Das heißt, in den nächsten 1000 Blöcken wird alles kaputt gemacht, Freunde. Oh mein Gott, das müssen wir auf jeden Fall, dürfen wir das nicht verhindern. Also, das müssen wir verhindern, dass unsere Map kaputt geht, komplett. Also mein Haus, der Rest kann gern kaputt gehen. Ich würde sagen, ein paar Meter müssen wir auf jeden Fall noch gehen, denn sonst machen wir alles hier kaputt. Das ist Treibsand hier? Ja, Freunde, oh mein Gott, das ist Treibsand. Ich muss hier aus diesem Treibsand raus. Schnell. So, komm. Lass mich. Nein, Freunde, wie komme ich hier wieder raus? Oh mein Gott, ich habe es irgendwie geschafft. Ich würde sagen, hier platzieren wir das TNT. Wobei, wartet mal. Was steht hier? Du denkst, das war's? Finde die Truhe? Freunde, wir haben noch eine Aufgabe bekommen. Aber wo soll denn hier eine Truhe sein? Hier sind Sticks? Nee, aber wo soll denn hier eine Truhe sein? Habt ihr eine Idee? Vielleicht im Boden? Wartet mal, Freunde, hier muss doch irgendwo eine Truhe sein. Nee, hier ist auch nichts, gar nichts. Wo soll denn hier eine Truhe sein, Freunde? Vielleicht müssen wir das Schild abbauen? Ja, das ist doch eine gute... Nee, auch hier ist wieder nichts, Freunde. Wo ist denn hier eine Truhe? Ach Mann, irgendjemand will uns hier noch was sagen, aber was könnte das denn sein? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Naja, ich denke, das soll es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Vielleicht hier irgendwo? Ich weiß nicht. Irgendwo hier muss doch noch eine Truhe sein. Hä? Ich kann hier nicht drüber laufen, Freunde. Was ist das? Ist hier was? Oh mein Gott! Wo bin ich? Was ist hier passiert? Hier ist noch mehr TNT, Freunde. Wir haben ja Teleporting TNT, TNT mal 10 und TNT mal 20. Sollen wir vielleicht erst die zünden, um zu sehen, was dann passiert? Ich glaube, das ist eine gute Idee, Freunde. Und ich habe einfach... Nein, ich bin so doof. Ich habe hier Treibsand platziert. Oh mein Gott, wie kommen wir denn jetzt wieder hier hoch ohne viele Blöcke? Wir haben hier 1, 2. Dann haben wir hier noch einen, okay. Dann, das ist das normale Sand haben wir noch. Okay, Freunde, so 1, 2, 3. Ja, okay, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, Freunde, bevor wir das TNT zünden, was Minecraft zerstört, zünden wir erst mal die anderen. Wir machen auf jeden Fall dieses Teleporting TNT als erstes. Oh mein Gott, seid ihr bereit? Wir platzieren jetzt hier Redstone und dann sind wir auch schon weit weg. Okay, Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich den Schalter jetzt umlege, bleibt dran, abonniert den Kanal, um nicht das zu verpassen. Und wir aktivieren das TNT und schauen, was jetzt passiert beim Normalen. Nichts. Es passiert nichts. Okay, das heißt, ich muss da jetzt hingehen. Ah, ein Repeater vielleicht noch? Vielleicht geht's dann? Oder ich glaube nicht, Freunde. So? Doch, es geht! Oh mein Gott! Das TNT teleportiert sich, seht ihr's? Und ist da jetzt irgendwas draus passiert? Wartet mal. Nee, okay, also das Teleporting TNT teleportiert sich also nur. Okay, Freunde, gut zu wissen. Ich würde sagen, als nächstes machen wir das 10x10 TNT. Also das sind schon mal richtig krasse TNTs, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, ihr kanntet die auch nicht. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall rennen, Freunde. Seid ihr bereit, den Schalter wieder umzulegen? Ich bin es. 3, 2, 1, let's go. Und jetzt glaube ich, jetzt knallt es richtig, Freunde. Und was passiert? Ich bin gestorben. Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Freunde, das TNT war einfach viel zu krank. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine Rüstung das nächste Mal. Okay, Freunde, ich habe jetzt die Diamantrüstung von daheim geholt. Und wir gucken uns erstmal an, was aus dem Krater hier geworden ist. Oh mein Gott, Freunde, das war nur das 10x10 TNT. Und wo sind denn meine Sachen? Die müssen ja irgendwo hier sein. Ach, wo sind denn die? Hier war der Schalter. Hier bin ich dann wohl gestorben, aber wo sind meine Sachen, Freunde?
Das kann ja nicht sein, dass die alle weg... Ach, hier sind sie. Oh mein Gott. Okay. Ich will nicht wissen, was mit dem 1000x1000 TNT dann abgeht, Freunde. Wir müssen uns auf jeden Fall eine... Ja, wie soll ich sagen? Eine Redstone-Schaltung bauen, die noch weiter geht. Das heißt, locker mal 100 Blöcke. Denn jetzt machen wir das 20x20 TNT, Freunde. Wir dürfen nicht wieder sterben, aber ich habe ja extra eine Diamantrüstung an. Dementsprechend sollte es jetzt einfacher sein. Wir setzen den Repeater. Okay, den setzen wir einmal hier hin. Und hier hin würde ich auch noch einsetzen. Und dann setzen wir das nächste TNT. Aber wo sind denn die Schalter hin? Ich bin schon wieder im Treibsand. Ich muss weg. Ich muss schnell zur Seite hier. Sonst falle ich wieder rein. Warte mal, Freunde. Wo sind denn die Schalter? Wisst ihr, wo die sind? Habt ihr die gerade gesehen? Habe ich die übersehen? Hier ist noch mein Essen, aber von Schalter? Keine Spur. Oh Mann, da muss ich mal kurz welche von daheim holen, weil sonst macht das hier keinen Sinn. Oder kann ich mir hier irgendwas draus craften? Also Freunde, ich habe jetzt Schalter geholt und unsere Strecke ist mir immer noch ein bisschen zu niedrig. Wenn ihr überlegt, hier geht es 20x20. Sprich, das geht unglaublich weit. Und ja, jetzt setzen wir hier einen Repeater nochmal hin. Und jetzt den Redstone. Und jetzt den Schalter, Freunde. Und jetzt gucken wir, was das 20x20 TNT macht. Seid ihr bereit? Es ist 20x20 TNT. Und hier sind die Geisteskranken, wo alles kaputt gehen wird. 3, 2, 1, let's go, Freunde. Oh mein Gott, ich muss noch ein bisschen zur Seite. Und was passiert? Es ist zu kurz. Okay, Moment. Wir müssen noch einen Repeater hinsetzen. Sonst klappt das alles hier nicht. So. Und jetzt. So sollte es auf jeden Fall reichen. Also. 3, 2, 1. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Und ich bin wieder gestorben, Freunde. Warum ist das dieses TNT denn so OP? Oh mein Gott, Freunde. Damit hätte ich ja niemals gerechnet, dass ich selbst mit einer kompletten Diamantrüstung da immer noch sterbe. Das kann ja nicht sein. Wir gehen mal wieder ganz, ganz schnell zur Base zurück. Ach, Freunde, ich vermisse auch den Putty. Mit dem wäre das alles noch cooler. Ich hoffe, ihr vermisst ihn auch. Dann beim nächsten wieder ist er wieder dabei. Und da ist unsere Base. Oh mein Gott, Freunde. Was hat das denn alles angerichtet? Und wie kann ich hier trotzdem immer sterben? Oh mein Gott, Freunde. Das war gerade mal das 20x20 TNT. Und wie es hier aussieht. Ich will nicht wissen, wenn gleich das 1000x1000 TNT gezündet wird. Ich glaube, das ist nochmal eine ganze Nummer krasser. Okay, was ist das hier? Das ist der Redstone-Repeater, aber warum sterbe ich denn immer hier? Ich checke das nicht. Wir nehmen unsere ganzen Sachen, unsere Rüstung und alles drum und dran und platzieren gleich die Mega-TNT-Bombe. Ich kann für nichts garantieren, Freunde, ob ich das überlebe, ob das gleich komplett anfangen wird zu laggen. Das kann nämlich auf jeden Fall sein. Also das wird auch wahrscheinlich passieren. Aber für euch mache ich das, denn ihr habt alle das Video geliked und abonniert. Dementsprechend habt ihr euch das verdient zu sehen, was hier passiert. Wir zünden aber erstmal eins, Freunde. Ich glaube, 1000x1000 ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich glaube, wir zerstören damit einfach komplett Minecraft. Okay, Freunde, ich glaube, wir sind schon ziemlich... Oh mein Gott, Freunde, wir nehmen einfach das Villager-Dorf noch mit. Ich glaube, das wäre richtig cool, wenn wir das Villager-Dorf hier noch explodieren lassen. Dann sehen wir mal, was das für einen krassen Schaden macht. Das ist ja cool, dass hier noch eins ist. Und wollen wir es auf der... Nee, auf dem Brunnen? Nee, wir platzieren es einfach hier, Freunde. Ist alle Villager, bitte, bitte, bitte nach Hause gehen. Weg von dieser Welt. Hier wird gleich nichts mehr so sein, wie es jemals war. Denn das wird die krasseste Explosion, die ich, glaube ich, jemals erlebt habe, Freunde. Und vielleicht sollen wir dafür in den Game Mode gehen, dass wir alles hin und nicht sterben. Ich glaube, das ist ein Kompromiss, den wir gerne machen können. Ich bin jetzt im Kreativmodus, im Creative Mode. Und ich baue jetzt erstmal eine richtig, richtig lange, ja, Strecke, bis wir das TNT zünden können. Denn, oh mein Gott, Freunde, ich glaube, damit kann man sogar im Creative Modus sterben. Und ich glaube, das wäre gar nicht cool. So, okay. Das sieht schon mal gut aus. Wir warnen gleich nochmal alle Villager, dass ihr bitte nicht in dem Dorf bleiben sollt. Okay, also. Hier setzen wir jetzt den Schalter hin. Und dann setzen wir einen Redstone-Repeater. Zwei Redstone-Repeater. Drei Redstone-Repeater. Vier. Fünf. Den sechsten auch noch. Den siebten, Freunde. 8 und da sollte, denke ich, reichen. Und ich glaube aber mit 1000x1000 wird auch selbst das reichen, um die Map komplett zu zerstören. Also, eine Durchsage. Der Bürgermeister spricht. Tim ist hier. Freunde, bitte verlasst alle das Villager-Dorf. Hier wird gleich das größte TNT in der Geschichte der Minecraft-Geschichte gezündet und ihr werdet sonst alle nur sterben. Also bitte
Nehmt es ernst und geht raus hier. Okay, Freunde, ich habe das Beste getan, was ich konnte. Mehr lag nicht in meiner Macht. Und jetzt würde ich sagen, zünden wir dieses TNT. Wir sind im Creative Mode. Ich weiß, es ist ziemlich happig, aber wir zünden es. Ich bin gespannt, was passiert, Freunde. Das krasseste TNT in der Minecraft-Geschichte wird gezündet von mir, Synthi, in 3, 2, 1 und... Es ist gezündet, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier, Freunde? Es geht... Oh mein Gott. Aua. Das, es hängt immer noch. Es wird gerade alles kaputt gehen, Freunde. 1000 mal 1000 Explosionen. Oh mein Gott, wie weit geht das? Aber ich glaube... Oh mein Gott, bis hier hinten. Was ist hier bis hier hinten gegangen? Freunde, die Map hängt sich auf. Seht ihr es? Die Map hängt sich auf. Wir haben Minecraft zerstört. Wir haben es wirklich geschafft, mit unserer Bombe Minecraft zu zerstören. Hier wird nichts mehr geladen, Freunde. Es ist komplett... Schaut es euch an, Freunde. Minecraft ist komplett kaputt. Oh mein Gott, ich lagge hier auch komplett rum. Oh mein Gott, was passiert hier, Freunde? Ich werde immer zurückgebackt. Ihr seht, es laggt komplett. Und jetzt, hier seht's, die ganzen Blöcke werden weniger. Hier fällt überall Sand runter. Wir haben einfach Minecraft komplett gecrashed, Freunde. Oh mein Gott, und jetzt geht mein Spiel auch nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Oh mein Gott, und ich würde sagen, zum krönenden Abschluss dieses coolen, krassen Videos, zu dieser coolen Story, machen wir jetzt nochmal alles voll, Freunde. Wir machen nochmal mehr TNT, denn es gibt nie genug TNT. Wir haben ja noch andere coole TNTs, wie zum Beispiel Flatter TNT. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wartet, schaut's euch an. Was passiert jetzt? Ist aber nichts passiert, Freunde. Aber naja, zum Abschluss des Videos zünden wir nochmal 2000er TNTs. Und oder gibt's noch eine andere? Vielleicht die... Oh Gott, es ist zu spät. Es ist zu spät. Das TNT wird gezündet, Freunde. Das war's komplett. Jetzt wird alles crashen. Freunde, mein Minecraft ist einfach gecrashed. Und so sieht jetzt die Welt aus. Es ist einfach alles kaputt gegangen. Das TNT hat wirklich die Erwartungen komplett übertroffen. Und jetzt mit dem Wasser wird das alles nochmal viel wilder. Und hier hinten, ja, da lädt schon gar nichts mehr. Es ist einfach so krass. Aber naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, kommentieren und ciao, ciao.